Dem Oberbergischen Kreis und seinen Kommunen wird in 2010 eine besondere Ehre zuteil. Der Kreis sowie die 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden bei der Oskar-Patzel-Stiftung für einen Sonderpreis in der Kategorie Kommune des Jahres nominiert. Also unser Landtagsabgeordneter Bodo Löttgen hat Kontakt mit der Oskar-Patzel-Stiftung gehabt und hat das registriert. Und weil er wusste, dass wir sehr mittelstandsorientiert versuchen, unsere Verwaltung in Gang zu halten, hat er uns entsprechend dann da vorgeschlagen. Seit mehr als 10 Jahren engagiert sich die Oskar-Patzel-Stiftung für gesunde, dynamische mittelständische Wirtschaftsstrukturen in Deutschland. Wichtigstes Instrument ist der Wettbewerb Großer Preis des Mittelstandes, der seit 2003 bundesweit etabliert ist und dessen Siegerstatue jährlich im Herbst verliehen wird. Wie Wirtschaft und die Kommunalverwaltungen am Wirtschaftsstandort Oberberg zusammenarbeiten, erläuterte Kreisdirektor Jochen Hagt. Wir sind Dienstleister für unsere mittelständische Wirtschaft im Verbund mit den Partnern, wo wir auch gemeinsame Projekte fahren, wie zum Beispiel den Studienfonds Oberberg mit der Industrie- und Handelskammer, mit der Fachhochschule, wo wir versuchen, angehende Ingenieure in unsere Unternehmen zu bekommen und damit positive Effekte zu erreichen. Wichtig ist für uns aber auch, dass wir nicht nur die Angebote der Wirtschaftsförderung vorhalten, sondern auch als Behörden unsere Hausaufgaben machen. Und wir haben uns so vereinbart, dass wir als Kreis, aber auch alle 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden uns zertifizieren lassen im Rahmen des RAL-Gütezeichens mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung. Dass der Oberbergische Kreis und die Kommunen besonders mittelstandsorientiert agieren, belegen die zahlreichen RAL-Gütesiegel-Zertifizierungen in den Jahren 2009 und 2010, deren Kosten zum Teil von den 4 ansässigen Sparkassen übernommen worden sind. In Zeiten schwieriger Haushaltslagen ein weiteres Indiz für den guten Zusammenhalt in der Region. Wir haben uns verpflichtet, im Rahmen dieser Zertifizierung bestimmte Verwaltungsdienstleistungen nachvollziehbar und kontrollierbar anzubieten für unsere Unternehmen. Das beginnt mit der Zusage, dass wir praktisch unmittelbar Rückantwort geben, wenn sich Unternehmen bei uns mit Anliegen melden. Das geht weiter, indem wir versprechen, innerhalb von 15 Arbeitstagen Rechnungen zu begleichen. Das heißt aber auch, dass wir uns verpflichtet haben und nachvollziehbar verpflichtet haben, innerhalb von 40 Arbeitstagen im gewerblichen Bereich zu Entscheidungen in Baugenehmigungsfragen zu kommen. Dass die Symbiose aus Wirtschaft, insbesondere des Mittelstandes und den Kommunalverwaltungen am Wirtschaftsstandort Oberberg hervorragend funktioniert, zeigt stellvertretend für den Wirtschaftsstandort Oberbergischer Kreis das Beispiel der Firma Oni Wärmetrafo GmbH mit Sitz in Lindlar. Die Firma Oni ist unter anderem Preisträger der Oskar-Patzel-Stiftung von 2008 und 2010 sogar nominiert für den Premier. Auch beim Unternehmerwettbewerb Entrepreneur erreichte Oni bereits zum 3. Mal das Finale. Wir sind Spezialisten in dem Bereich Energieeinsparung, Umweltschutz. Der Oberbergische Kreis, die Gemeinde Lindlar, in allen Richtungen aktiv für ein Unternehmen, in allen Richtungen hilfsbereit. Und wir haben noch nie irgendeinen unnötigen Bürokratismus erlebt, Gott sei Dank. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Uns gefällt es hier sehr gut. Ich selber bin gebürtiger Sauerländer, mich hat es vor vielen Jahren hierhin verschlagen. Der Oberbergische Kreis zeichnet sich auch dadurch aus, dass hier der Humor eine starke Rolle spielt und dass man hier mehr Platz im Gesicht hat zum Lachen als bei uns im Sauerland. Ob die diesjährigen Nominierten auch tatsächlich Preisträger werden, entscheiden die Juroren der 12 Landesjurys im Herbst 2010. Ausgezeichnet wird dann im Oktober auf dem Bundesball in Berlin. Der Oberbergische Kreis und die kreisangehörigen Kommunen als erfolgreiche Partner und Dienstleister der Wirtschaft und des Mittelstandes ruhen sich aber nicht auf den Erfolgen aus, sondern verbessern auch weiterhin die Rahmenbedingungen für Unternehmen, Tourismus und Regionen.